Hier ist das Land des Hermann. Hier ist Stefan Prinz zu Lippe gerade unterwegs bei einer seiner zahlreichen Ausflüge. Dabei immer an seiner Seite seine treuen Jagdhunde. Und Jagd ist auch das Stichwort für die heutige Folge, denn Prinz Stefan gibt uns heute einen Einblick in einen ganz besonderen Raum. Was es damit auf sich hat, jetzt in der Prinzenstory. Das Residenzschloss im Herzen von Detmold hat unzählig viele Zimmer. Viele von ihnen haben wir bereits gesehen. Heute schauen wir uns einen Raum nochmal etwas genauer an, das Jagdzimmer. Viele Jagdtrophäen von Rehböcken und Hirschen für besondere Aufmerksamkeit, aber sorgt dieser Elch. Der Elch hängt hier, glaube ich, einfach vor allen Dingen als imposante Trophäe und ist auch ein Beispiel dafür, dass es mal in Deutschland Elche gegeben hat. Wenn auch, ich sage mal, in einem Deutschland, Teil Deutschlands, der heute nicht mehr zu Deutschland gehört, nämlich in Ostpreußen. Mein Großvater war in Ostpreußen und hat Elche gejagt. Und das ist sozusagen das Ergebnis. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Lange Zeit war auch Prinz Stefan passionierter Jäger. Das hat sich inzwischen gewandelt. Ich fotografiere jetzt lieber oder beobachte. Irgendwann hat man ja auch so die Meinung, man hat jetzt genug geschossen, wo man auch dann mal sagt, ich pardoniere mal oder lasse mal die 5 Grad sein und fotografiere das Tier lieber, als es tot zu schießen. Das ist vielleicht ein Reifeprozess. Und dann gibt es im fürstlichen Jagdzimmer noch diesen Wildschweinkopf. Ja, also japanische Gruppen sind fasziniert von diesem Wildschweinkopf, der da hängt. Und von daher ist auch das Wort für Wildschwein das einzige japanische Wort, was ich kenne, Inoshishi. Das schien mir damals für Japaner das totale Faszinosum zu sein, so ein Wildschweinkopf. Und alle schrien Inoshishi, Inoshishi. Inoshishi, Inoshishi. Und wenn jetzt noch einer sagt, bei der Prinzenstory, da lernt man nichts, dann wissen wir es auch nicht. Und wo wir gerade dabei sind, einen haben wir noch. Die berühmte letzte Frage unseres Kameramannes Daniel. Wie muss ich mir denn so eine Mahlzeit von einem Prinzen vorstellen? Weil man hat ja als erstes irgendwie so ein Bild im Kopf mit einer langen Tafel, Weintrauben, alles schön gedeckt, sie am Ende. Solche Tafeln gibt es tatsächlich zu besonderen Gelegenheiten und die schätze ich auch, weil sie einfach sehr schön aussehen. Aber mein Lieblingsessen sind Spaghetti mit Steinpilzen. Oh. Und die Steinpilze? Sind selbst gesammelt aus der Region. Das habe ich mir gedacht. Und die heimischen Steinpilze des Lipperlandes sollen übrigens zu den ganz besonderen zählen. Ich hab's ja gesagt, bei uns gibt's jede Menge Infos aus dem Land des Hermann, garantiert auch in der nächsten Folge unserer Prinzenstory.